Ja, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Mario Plus Rabbids Kingdom Battle. Und zwar Folge Nummer 35. Ja, ich komme dir das Ganze gerade nach, weil die Datei, irgendwie die Audiodatei, kaputt gegangen ist. Nachdem die über eine Stunde lang war und Ding zum Speichern schief gegangen war. Weil ich diese eine Mission einfach nicht geschafft habe. Und ich fand die auch echt asozial. Warum das ist, darauf werde ich jetzt noch eingehen. Aber zuerst spielen wir einmal weiter. In der Zwischenzeit ist auch mittlerweile ein Update erschienen. Also das Layout hat sich, also zum Beispiel beim Kampfkämpfen, das erste Layout bei der D-Galaxie hat sich ein bisschen geändert. Aber jetzt schauen wir uns mal an, was uns hier erwartet. Einmal rote Ringe, die aber noch freigeboxt werden müssen. Das ist natürlich ziemlich scheiße. Ich befürchte, dass wir sie nicht ausgehen. Aber wir werden es trotzdem probieren. Ja, mach das weg. So, perfekt. Die roten Münzen bleiben erstaunlich lange da. Warum man die jetzt nicht eingesammelt hat, weiß ich nicht. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass die schon viel früher weg sind. Ah, shit, jetzt fangen sie an zu blinken und dann geht sich die achte ganz. Ah, lass das nicht mal knapp. What the fuck? Also viel knapper geht's wirklich nicht. So, jetzt aber. Nummer 2. Dritte liegt am Weg zur vierten. Die bekommt man geschenkt. Die fünfte schnappen wir uns auch. Die sechste liegt da im Eck. Forever Alone. Die siebte haben wir auch freiboxen müssen. Und die achte erwischen wir jetzt auch noch, bevor sie zu blinken beginnen. Und halten dafür wie gewohnt eine goldene Kiste. Was ist da drin? Wir halten eine Waffe für Peach der King. Praktisch. Nehme ich gerne mit. Und auch wieder eine kleine Challenge erwartet uns, wo wir auch wieder eine goldene Truhe bekommen können. Okay, hier läuft wieder die Zeit gegen uns und wir müssen die Dinger erstmal freihauen, was sehr, sehr eng werden könnte. Oder? Nee, das geht nicht locker aus. Das war nicht einfach. Also da hätten schon so 5 Sekunden weniger Zeit sein können. Können, wenn es ein bisschen schwieriger wäre. Paniktor, neue Waffe für Rabbit Mario. Nehme ich natürlich wie immer gerne mit. Diese blaue Kanone bringt uns wieder zurück. Die Ladesequenzen hier cutte ich ja nicht raus, weil sie einfach richtig kurz sind, hat man eh gerade gesehen. Beziehungsweise unrelevant kurz. Was mich jetzt noch interessiert ist, da drüben geht es bergab. Und ich frage mich, wo es da hingeht. Da geht es ja auf jeden Fall nochmal runter. Dann können wir das verschieben mit dem Schalter. Und ich komme jetzt wieder zurück. Okay, da ist eine Röhre und eine Kanone. Und da ist Licht, das aktiviert werden möchte. Und ein weiterer Schalter? Da muss man wieder was drauf schieben. Jetzt kommt das zu uns. Gut. Sinnvoll ist, wage ich erstmal zu bezweifeln. Die Kanone bringt mich, okay, wieder ganz nach oben. Auch nicht schlecht. Ach so, ich bin ein Idiot, ich hätte. Hä? Nein, doch nicht. Hier geht es weiter nach unten. Hier kommen wir jetzt nicht auf die gelbe Plattform, weil es da nicht nach unten geht. Ah, doch, so. Ja, und jetzt? Das hat sich ja nichts geändert. Ich dachte eigentlich, wenn ich vorhin gesagt habe, ach Idiot, dass man da irgendwie drüber kommt. Aber nein, wie soll man das da herbringen? Das ist ja richtig fies. Wie genau haben sie sich das bitte vorgestellt? Nochmal nach oben. Alles. Muss doch irgendwie. Was sind diese Lego-Platten da? Also diese. Wisst ihr, was ich meine? Diese Lego-artigen. So, drück nochmal den grünen Schalter oder nee, lassen wir es lieber. Und dort durch die Röhre sind wir vorhin schon gegangen, genau. Dann schieben wir das wieder in eine andere Richtung. Aber das rote Ding, das geht halt. Das geht einfach nicht, weil wir können ja den Schalter nicht aktivieren. Und jetzt kommen wir da gar nicht mehr runter, oder wie? Achso, weil kein Boden darunter ist. Ja. Richtig nice gemacht. Wie soll das gehen? Ich meine, ich mag so Rätsel eigentlich, aber das ist schon
Das ist schon ganz schön tricky. Das muss man echt sagen. Hier können wir es nur wieder zurückdrehen und hier geht es wieder nach oben zur Kanone. Ja, aber dann... Ja, dann lassen wir es, wenn es nicht anders geht. Ich schieße mich da jetzt wieder nach oben. Und wir lassen das Ganze. Hier kommen wir scheinbar auch nicht ohne weiteres rein. Oder da stand irgendwo eine Statue. Ja, da vorne? Nee, das kann er. Ich bin meines Ding, wo eine war. Eine Falltür im Boden. Auch interessant. Das sieht aber tatsächlich nicht so aus. Na gut, dann geht es auf in Welt 4-3. Legen die Harten los. So, und ihr habt jetzt wahrscheinlich genau jetzt war jetzt ein kleiner Cut. Ihr werdet gemerkt haben, ist jetzt das neue Layout, hat einen neuen Update. Ich habe die Charaktere und komplett Waffen ausgetauscht, nachdem es mit denen auch nicht geklappt hat. Habe ich mich dazu entschieden, das Ganze im einfacheren Modus zu spielen. Es hat sehr viel Überwindung meines Stolzes gekostet, weil ich habe es wirklich, glaube ich, über 10 Mal normal probiert in jeglicher Art. Ich war aber einfach zu dämlich dazu, vermutlich weil ich einfach allgemein nicht warten kann und nicht defensiv sein kann. Sondern immer mehr der bin, der direkt drauf haut. Aber im... Das wisst ihr nochmal, einfach Modus, einfach nur glaube ich, sollte das Ganze jetzt funktionieren. Also hoffe ich zumindest, alles andere wäre echt unpraktisch. Aber gut. Ich stelle mich mal daher mit Rabbit Luigi. Er wird das hoffentlich gut finden. Hat er auch nicht, fast keine Leben mehr. Und wenn ich ihn jetzt noch abballer, dann rennt er weg durchs Feuer. Und Mario kann dank seiner hellen Sicht zu Münzen machen. Ist ja nicht schlecht. Hier nach oben. Oder soll ich mit ihm drauf gehen? Doch. Ich möchte nicht zu sehr auseinanderteilen, alle. Sonst glaube ich wieder Gefahr, dass irgendwo wer fehlt, woanders wird er währenddessen stirbt. Und den kann ich auch mit der Goldente gleich mal wegballern. Perfekt! Das Problem hat sich beseitigt. So, jetzt öffnen die Gegner auch mal. Die schlüpfen aus dem Boden und da muss ich zu einem Kritikpunkt kommen in dem Level. Nicht nur, dass ich es aufgrund der Gegneranzahl ein Ticken zu schwer finde. Ich meine, der Schwierigkeitsgrad ist... Ja, es ist machbar. Es ist eigentlich okay. Was wirklich nervt ist, und das wird auch später noch ausfallen, dadurch, dass massig Gegner spawnen von denen, wirklich in jeder Ecke des Spiels spawnen zwei und oben auch nochmal zwei. Also ich glaube, pro Plattform spawnen noch zwei nach. Das bedeutet, es sind dann über 12 von den Viechern und 2 sind ja auch noch am Anfang da. Das heißt, es sind über 14. Und das ist halt echt nervig, weil... Also es ist nicht nervig, dass sie da sind, weil die gut verteilt, außer manchmal sind 5 auf einem Fleck, das ist dann nervig. Aber vor allem diese Sequenzen, wenn du dir dann anschauen musst, bis sich 14 Gegner von A nach B bewegen, wie jeder seine dämlichen 4 Schritte nach vorne macht. Und das ist auch im gespulten Modus echt nervig. Also das finde ich echt nicht gut umgesetzt. Einfach weil man sich dadurch jedes Mal eine ewig lange Sequenz ansehen muss. Wo nur irgendjemand von A nach B läuft. So, mit Mario gehe ich jetzt da nach oben, rutsch dir rein. Dann lebst du zwar noch, aber du bist eh festgeklebt, kannst auch nichts machen. Und dann werde ich dir einfach... mit einem weiteren... Also nee, das war gar nicht Mario. Ups. Das war Rabbit Yoshi. Dann wird ihm eben Mario reinrutschen. Den letzten Treffer geben. Also, oder? Soll ich drauf schießen? Nee, das wäre... Das wäre irgendwie Verschwendung. Da jetzt drauf zu ballern. Das mache ich einfach mit einem Reinrutsch. Mit einem Slide-Kommando. Und jetzt komme ich weg von da. Dann positioniere ich mich einfach da ganz... Vorne an der Spitze, da kann ja nichts schief gehen. Sag gerade ich weiß. Bei dem am meisten schief geht. Tolle Idee. Aber gut, ja, ich möchte meinen Zug beenden. Ich leuchte dir schon, das bedeutet, ich kann nichts mehr machen. Aber na gut, das Nachkommentieren ist ziemlich langweilig, muss ich sagen. Vor allem von so einem Kampf eben, wo man eigentlich lieber die Kampf-Live-Action erleben möchte.
Aber gut, ich kann sie mir kurz nutzen. Ich habe vielleicht mein Zusammenfassungsvideo der Nintendo Direct gesehen. Da wurde nämlich nicht nur Donkey Kong Country Tropical Freeze für die Switch angekündigt. Sondern weil ich eben, warum ich jetzt Donkey Kong überhaupt anspreche, ist, es erscheint für Mario Plus Rabbids der DLC, dieses Paket, das wir schon gekauft haben, da erscheint jetzt einer und der bringt uns Donkey Kong dazu. Bin nur gespannt, was das bringt, eine komplett neue Welt, neue Level, man weiß es nicht, wir werden es auf jeden Fall let's playen. Zumindest das erste DLC-Paket. Naja, es kommt auch auf die Länge an, also. Ich habe schon eingeplant zu DLC, fixiert euch aber bitte nicht darauf. Und euch kann ich mit einer Granate gleich mehreren Schaden zufügen. Was hast du für Pussy-Granaten? 108 Schaden, das ist ja nichts. Das ist wirklich gar nichts. Ach ja, vielleicht habt ihr es gesehen, Mario Odyssey ist auch in der Zeit über die Bühne gegangen. Da haben wir jetzt 100% so lange, bis Luigis Ballonwelt, Jagd jetzt im Deutschen, erscheint und natürlich bis die DLCs kommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass welche kommen. Ich frage mich nur, wann sie angekündigt werden und was sie beinhalten. Reinrutschen, reinrutschen und weg da. Also um euch mal eine kleine Aussicht auf kommende Let's Play Projekte zu geben. Wir machen das fertig, Story Mode mehr nicht. Ich habe genug von. Ich finde das Spiel hat mich gegen Ende überhaupt. So kamen noch immer weniger Videos. Hat mich gegen Ende irgendwie überhaupt nicht mehr angerissen. Also es hat mich nicht mehr wirklich interessiert. Ich mache es einfach nur der Vollständigkeit halber noch fertig. Und weil ich unbedingt wissen möchte, wer der Endboss ist und das nicht, mir nicht spoilern lassen möchte von anderen Videos. Aber wie gesagt, das wird kommen. Wir werden Kirby spielen, also weil Kirby ziemlich geil finde. Dann werden wir spielen, wenn es mal angekündigt wird. Also angekündigt ist es schon. Yoshi. Mario Tennis Aces. Mario Tennis habe ich noch nie gespielt. Also ich habe es schon mal gespielt, aber Story Mode schon gar nicht. Und in letzter Zeit auch nicht wirklich. Darauf habe ich wirklich richtig Bock. Donkey Kong Country Tropical Freeze. Wenn ich mir kaufe, ob ich es Let's Playen werde, ist noch nicht fix. Was wurde noch angekündigt? Ich kann mal kurz meinen Spickzettel drauf machen. Ich habe eine riesige Wörterteil dafür geschrieben. Wenn ich mir jedenfalls kaufen möchte. Ja, Kirby, Mario Tennis und Donkey Kong, das war's eigentlich. Und Yoshi, und davon kommt alles bis auf Donkey Kong auf jeden Fall als Let's Play. Da bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt möchte ich einmal dieses Spiel hier beenden. Ich bin jetzt etwas abgeschwiffen vom Thema. Jetzt komme ich mal wieder kurz zurück. Yoshi gibt ihm. Der muss jetzt eigentlich tot sein, oder? Das waren so viele 500. Das waren locker 300 Schaden. Ja, kommt sogar hin. Aber mit dem Salz nehmen wir weniger als 300. Dann war es doch nicht ganz so viel. Und Mario, du startest jetzt am besten in dein Suicide-Kommando. Oder? Ja, stelle ich einfach da hier. Dann könnte ich die anderen noch nicht so leicht erreichen. Dann schnappst du dir den Hammer. Knallst mir weg. Ihm erreiche ich damit auch leicht. Aber ich bin aber. Was? 192. Er stand ganz außen. Das wollte ich nicht, Luigi. Tut mir leid. So. Ist mal Geldgeilheit zu starten. Perfekt. Hat funktioniert. Dem hier reinrutscht mir viele Fehler eigentlich noch. 4 fehlen noch. Mein Gott, andererseits kann ich den hier jetzt wegballern vielleicht. Nein, aber der kommt hier nicht her. Gut, ich nehme es zurück. Er kommt her. Aber Tinte, das ist scheiße. Aber er hat dafür nur noch 31 Kraftpunkte. Er aktiviert sein Schild hier. Und jetzt kommt das, was ich meine. Jetzt kommt das, was ich meine. Gutes Deutsch, David. Jetzt kommt das, was ich meine. Und was mich wirklich nervt. Also so richtig nervt. Genau, die Sequenz, die ihr gerade gesehen habt. Auch wenn natürlich während dieser Sequenz Mario ein paar Mal schießt. Hast du die Werte gar nicht? Naja.
Ich war jetzt gar nicht so lange, oder es ist mir noch nicht aufgefallen, weil ich gerade kurz auf meinem Handy etwas nachgesehen habe. Weiter geht's, ich bin auch immer etwas in Sorge, dass das Ganze schief geht, weil wir erst 5 haben von 9 oder erst 6, 5 oder 6. Ne, 6 haben wir schon, es fehlen noch 3, aber die 2 schnappen wir uns auf jeden Fall, genau den hier. Und von da unten den auf jeden Fall noch und da oben suche ich mir auch noch einen schicken aus, den ich gerne töten möchte. Rein. Damit wurde soeben selected, wer sterben wird. Den zu schießen ist vielleicht nicht so clever. Ich werde vielleicht mal zuerst mit ihm dem hier reinrutschen. Dann dem hier gleich mit reinrutschen. Der kann das hier so oft. Und mich dann ein bisschen zurückziehen mit Rabbit Yoshi. Rein da. Und du auf den? Ah, das ist halt nicht so clever. Weil der andere ist ja voller Honig. Also der klebt fest, und das heißt, das war vielleicht gar nicht so blöd. Na gut, wir sind ja noch herausstellen, ob wir das Ganze schaffen. Alter Schwede, das spawnen noch mehr. Ja, stimmt, auf der Plattform sind noch gar keines gespawnt. Sind sie alle nur aufgewandert. Oh Gott, ich befürchte, den werden sie jetzt wegräumen. Was? Mit einem Hit? Das habe ich nicht. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, auf Mario werden sie jetzt auch losgehen. Den können sie aber nicht so leicht wegräumen, denn der hat über 700 Leben aufgrund des einfachen Modus, in dem man voll gehealt wird plus 50% KP erhält. Damit finde ich eigentlich, er vereinfacht nicht wirklich. Man bekommt einfach nur mehr Leben und hält mehr aus. Also ich finde es eigentlich genau die richtige Art der Vereinfachung. Also verhunzt, sage ich immer gerne. Er verhunzt die Level nicht. So. Ja, jetzt habe ich 100% Chance zu treffen. Also gib ihm. Was war das für eine Pussy-Attacke? Ist das ein schlechter Scherz oder? Wolltest du mich jetzt komplett verarschen? Komm, schleicht euch mal. Das war doch jetzt wirklich ein schlechter Scherz, oder? Der hat noch 70. Hm. Ne, dann soll ich dem nicht reinrutschen. Wir rutschen dann doch dem rein. Ja, natürlich. Ich wollte eigentlich mehr reinrutschen, aber ich vergesse immer wieder, dass Mario das ja gar nicht kann. Rutsche ich dem da rein und stelle mich mit Teamsprung irgendwo daher, oder? Ne, ich gehe nach unten. Ich begebe mich auf sicheren Abstand. Auch wenn ich ein bisschen Angst habe, dass sie jetzt alle auf Rabbit Yoshi einhämmern werden. Deshalb gehe ich auch mit ihm runter, damit ich da immerhin noch quasi Mario als Backup habe in Sicherheit. Die Schmachmaten kommen sowieso nicht an mich ran. Der läuft jetzt noch so ein Stück, dann geht der hier auf ihn los. Kann ihm aber auch nicht viel abziehen. Der kommt nicht hin. Der kommt auch nicht hin. Der kommt hin und kühlt Scheiße. So, hat er dahinter getötet? Oh, hat die Schlacht für mich gewonnen. Na gut, wir kommen zwar nur ein Gut, aber das ist mir ehrlich gesagt gerade scheißegal. Ich bin einfach nur froh, dass das geschafft ist. Ja, eigentlich war es das für die Folge. Ich weiß, es ist etwas kürzer, aber ich kann dieses Level nicht mehr sehen. Ich will jetzt einfach noch raus da. Und deshalb gehen wir jetzt noch ein Stückchen weiter und positionieren uns quasi für die nächste Welt oder für das nächste Level oder was da auch immer kommt. Oh, gut, die Sequenz passt auch noch rein. Wie es aussieht, ist uns der Weg versperrt. Diese farbigen Podeste scheinen mit den Plattformen gleicher Farbe verbunden zu sein. Podeste sind normalerweise dazu da, um etwas draufzustellen. Wir sollten verschiedene Kombinationen ausprobieren, um zu sehen, was passiert. Ja, Captain Obvious, danke. Aber das war's mit der Folge. Lasst Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Danke fürs Zuschauen und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.